Weinert, Apologetik für junge und junggebliebene Christen. Theologie, die dich im Glauben wachsen lässt, Nachfolge praktisch, dein geistlicher Impuls für den Tag. Mein Name ist Bärbel Fischer und wir wollen heute etwas argumentieren lernen zum Thema: Sind alle Religionen gleich? Hi Marc, na, was geht? Alles gut, und bei dir? Jo, ich habe sogar schon alle Hausaufgaben für kommende Woche fertig. Das hatte ich noch nie. Also Wochenende ohne irgendwelche Aufgaben. Yes. Was? Unglaublich. Sogar diese Vergleiche in Rallye? Was Religionen gemeinsam haben und was sie unterscheidet? Dumme Frage, das machst du ja vermutlich im Schlaf. Nee, echt nicht. Das war echt viel. Da habe ich ja echt was vor mir. Und Dienstag muss es fertig sein, so ein Mist. Aber irgendwie sind doch alle Religionen am Ende gleich, oder nicht? Dass die Menschen irgendwie moralisch anständig sein sollen und so. Naja, nicht wirklich. War ja klar, dass du das anders siehst. Also spuck's schon raus. Ich muss das alles noch machen. Naja, also um ehrlich zu sein, Gemeinsamkeiten finde ich echt kaum. Das ist so extrem verschieden alles. Da gibt's ja Naturreligionen. Also die Leute haben zum Beispiel Angst vor Gewitter und Sturm. Und direkt opfern sie einem Donnergott, um ihn zu beruhigen. Ja, und dann gibt's Leute, die haben Angst vor Geistern ihrer Vorfahren. Und die müssen auch irgendwie beruhigt werden, damit sie sich nicht rächen. Oder Tiergeister oder alles, was du dir vorstellen kannst eigentlich. Da werden Sachen als richtig und wichtig angesehen. Dafür hättest du hier schnell eine Anzeige. Wegen Tierquälerei zum Beispiel. Und wie oft gibt's sogar Rituale, da werden auch Menschen verletzt. Okay, Naturreligionen sind schon ein bisschen weird. Ja, ich verstehe das auch nicht so ganz. Aber es gibt ja noch mehr. Also ich meine, in manchen Religionen, wie zum Beispiel im Hinduismus, da glaubt man an ein ewiges Rad der Wiedergeburt. Und wenn man in eine bestimmte Kaste oder Gruppe geboren ist, dann muss man zum Teil krasse Nachteile aushalten. Also sein Leben verbessern geht nicht, weil man Schulden aus seinem vorigen Leben abzahlen muss. Das ist sogar gut, wenn ein Mitglied einer hochstehenden Gruppe ein Mitglied einer niedrigen Gruppe ausnutzt. Ich meine, das hilft ja beim Schuldenabbauen, ne? Ja, und dann hofft man, beim nächsten Mal besser dran zu sein. Davon habe ich auch schon gehört. Ich glaube, in Indien ist es sogar so ein großes Problem, dass die Politiker eine Zeit lang versucht haben, dagegen zu steuern, weil so viele Menschen dadurch in Armut leben. Ja, genau. Und dann gibt's wieder diese Weisheitssucher. Also, die meditieren und versenken sich und wollen dadurch eine höhere Stufe erreichen. Am Ende sich vielleicht sogar aus dem Rad der Wiedergeburt befreien und ins Nichts, also das Nirvana, kommen. Was immer das bedeuten soll. Aber Christen und Moslems haben doch echt viel gemeinsam. Sie glauben an nur einen Gott und wollen doch gute Taten tun, oder? Naja, also das mit dem einen Gott stimmt schon. Aber da hört's dann auch irgendwie schon auf. Also Moslems müssen viele Gesetze befolgen und können sich trotzdem nie ganz sicher sein, ob sie am Ende vor Gott angenommen werden. Das haben muslimische Freunde von mir aus Syrien bestätigt. Das ist bei den Christen ja ganz anders. Moment mal, ihr befolgt doch auch total viele Regeln. Ja, aber das hat einen anderen Grund. Also, als Christ ist mir halt klar geworden, dass ich viele Dinge gemacht habe, die vor Gott totaler Mist sind. Und dass ich das nie auf die Kette kriegen werde, so aus meiner Kraft heraus. Ja, und das hat mir Jesus vergeben und meine Schuld bezahlt. Er hat sozusagen meinen Mist auf sich selber geladen. Ich kann total sicher sein, dass er mich annehmen wird. Denn er hat ja selber alles Nötige getan. Das ist echt ganz anders als beim Gott der Moslems. Und, meinetwegen Regeln von Jesus, die halte ich halt ein, weil ich dankbar bin und ihm eine Freude machen will. Und wie ist es bei den Juden? Das ist eigentlich relativ ähnlich wie bei den Christen. Ist ja auch derselbe Gott. Da gibt es auch Gnade und Vergebung von Schuld. Allerdings wurden früher auch Tieropfer gebracht. Als Hinweis, wie schlimm Gott das oft findet, was wir so machen. Irgendwie kommt mir da gerade ein Gedanke. Hau raus. Irgendwie haben doch alle Religionen was mit der Angst vor dem Tod zu tun. Durch Naturgewalten, bei Geistern, bei den Wiedergeburten, Angst vor einer schlechten Wiedergeburt nach dem Tod. Oder Angst, nach dem Tod nicht von Gott angenommen zu werden und in irgendeine Hölle zu geraten. Also irgendwie alles die Frage, wie ich die Angst vor dem Tod loswerden kann. Ja, nicht schlecht. Warte mal, da gibt's doch... lass mich das kurz raussuchen. Ja, hier, also im Brief an die Hebräer, Kapitel 2, Vers 15. Und er, also Jesus, konnte die befreien, die durch Angst vor dem Tod ihr ganzes Leben lang versklavt waren. Da ist wie ein Volltreffer gelandet. Und das Lob von dir. Da bilde ich mir jetzt mal was drauf ein, yes. Also gut, die Angst vor dem Tod ist allen Menschen gemeinsam. Aber die Antwort, die Religionen zu geben versuchen, ist immer total anders. Und nur Jesus verspricht wirklich, dass man keine Angst mehr haben muss, wenn man ihn als Chef hat. Jetzt mal ehrlich, hast du gar keine Angst mehr vor dem Tod?
Ja, so oft denke ich da irgendwie nicht dran. Aber ein etwas komisches Gefühl ist das schon. Ich kann das ja nicht vorher üben, also wie man stirbt. Und na, du weißt ja, ich bin irgendwie immer ganz gern gut vorbereitet auf Sachen. Aber wirklich Angst? Nee, das wohl nicht. Und wenn mir komisch wird beim Nachdenken über den Tod, dann, na, dann bete ich halt. Wie ich das alles in die Ausarbeitung kriegen soll, weiß ich immer noch nicht. Aber komm, ich will dir nicht das freie Wochenende vermiesen. Jetzt mal ab und Tischtennis zocken, was meinst du? Yes, auf jeden Fall. Let's go. Das war es für heute. Wenn dich die Videos zu diesem Podcast interessieren, dann geh doch auf YouTube und suche nach Why Not Glaubensfragen. Wenn du das Why Not Projekt unterstützen willst und du gerne zeichnest, dann melde dich bei mir. kontakt@frogwords.de. Der Herr segne dich, erfahre seine Gnade und lebe in seinem Frieden. Amen.